Okay, jetzt habe ich noch die beiden Datasetten. Das ist also diese Datasette. Die hat den Clown. Und diese Datasette hat den Rest von dem anderen Vieh. Okay, den Clown lasse ich aber erstmal so, wie er ist. Und gehe nicht zum Spa, sondern zur Cocktailbar. Und lass den Clown mal auftreten. Was ich mit dem anderen Ding mache, weiß ich noch nicht. Bravo! Großartig! Da Capo! Da Capo! Ich wusste, dass ich das Zeug zum Erfolgsproduzenten habe. Und dabei habe ich noch nicht mal damit angefangen, Urlaube zu streichen. Wie böse eigentlich. Also, ich find's lustig. Der steht einfach nur da. Ich habe mir aber gerade auch irgendwie so ein bisschen gedacht, ich hätte ja den Clown quasi auch haarig machen können. Und sowas. Oder den halt ein bisschen umändern können. Aber ich glaube, das passt jetzt soweit schon. So, okay, den Ältesten möchte ich jetzt erstmal reden. Natürlich muss ich dafür erstmal rumrennen. Danke, unbekannter elysianischer Bürger mit frappierender Ähnlichkeit zu unserem Klonbediensteten und Inspektor Cletus. Kein Problem. Du hast einen alten Mann sehr glücklich gemacht. Heißt das, du kommst endlich mit zum Ältestenrat? Natürlich, Junge. Sag einfach Bescheid, wenn du die anderen beiden überzeugt hast. Oh nein! Wenn ich die anderen beiden überzeugt habe, das ist das große Problem. Die Sache ist, wie kann ich das mit dem Essen in der Datenbank wieder gut machen? Wie kann ich einen guten Drink aus dem einem rausbekommen quasi? Was haben wir denn hier noch so? Okay, wir haben die beiden. Hier unten hängt die eine Datasette drin. Wenn ich die jetzt rausnehme, ist das Ding wieder weg oder habe ich das dann? Oh nein! Ich lasse die mal erstmal da drin. Oh, ein Start. Ja, das hatten wir ja schon. Also ich könnte theoretisch noch den... Ich guck einfach mal, was passiert, wenn ich diesen haarigen Clown mache. Ich hab grad Bock drauf. Ich will wissen, was da passiert. Oder einen aggressiven Clown. Wie jetzt? Ist die Show immer schon vorbei? Was für ein miserabler... Ja. Der freut sich einfach nur, wenn ein Clown da ist. Moment, dann nehmen wir jetzt mal die Datasette. Ich glaube, ich muss den Clown aggressiv machen, damit das Ende gut ist. Aber ich möchte mal sehen, wie der Clown haarig aussieht. Und vor allen Dingen auch, wie das Streicheltier dann aussieht. Ich meine, ich kann die drei Datasetten ja offenbar untereinander mischen, wie ich das will. Die Behaarung, Farbe. Dann gucken wir uns mal an. Zack. Zack. Zack, raus da. Okay, erstmal gucken, was ist jetzt auf Datasette 1 drauf. Oh, was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Bist du, das ist doch, nimm das. Okay, gucken wir uns den Clown an. Im Moment, das war das Falsche. Der Clown ist da drauf. Oh Gott. Das ist eine blöde Spielerei. Was soll denn das für ein Clown sein? Der ist ja nicht einmal bunt. Ich habe mein Publikum. Das ist Chewbacca. Wie jetzt? Was? Bruh! Alter, was ist denn mit dir los, Grumpy Mario? Mal ganz ehrlich. Oh Gott. Das kleine Vieh. Wie das aussah. Das Streicheltier. Das ist... Oh, das war ja mal der Hammer. So. Jetzt bauen wir uns erstmal unser Streicheltier wieder vernünftig zusammen. Zack. Einmal tauschen bitte. Und einmal... Das war das Falsche. Nee, das war das Richtige. Behaarung.
Ne, Behaarung. Farbe. Genau. Zack. Hab die falsche Datasette genommen. Datasette Clown. Haariger Clown, ne? Ja, das ist jetzt noch der haarige Clown. Streicheltier haben wir hier drauf. Ne, haben wir nicht. Zack. So. Zack. Und zack. Genau, dann kommst du erstmal raus. Du bist das perfekte Streicheltier. Aber wir werden jetzt noch was anderes machen. Und zwar nehmen wir die hier. Und werden das Gemüt austauschen. Moment. Es war wieder die falsche Datasette. Ich... Mann! Ich glaube, ich breche ab hier. Das müsste die richtige sein. Nein, immer noch nicht. Das ist die richtige. Ich bin von dem Bild verwirrt gewesen. So, Gemüt. Zack. Zack. Einmal her, einmal her. Raus. Zum Spa. Zur Cocktailbar. Der Clown müsste da drauf. Nee. Der ist da drauf. Ui, 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 ui. Was soll denn das für ein Clown sein? Der ist ja gar nicht lustig. Ich habe mein Publikum enttäuscht. Oh, Mann. Ich fühle mich wie ein Bündel Schmutzwäsche. Die Show ist vorbei? Okay, also einen bösen Clown können wir offenbar nicht machen. Also er freut sich über den Clown, aber freut sich nicht darüber, dass der dann weg ist. Moment, also der... Okay, ja, hier. Gehen wir da ran. Gut, wir werden jetzt dem Clown wieder sein ursprüngliches Gemüt geben, denn der Clown an sich ist ja nicht das Problem gewesen. So, alles klar. Das Ende war nicht gut. Vielleicht die Extremitäten austauschen? Ich glaube nicht, ne? Der hat ja nicht mal einen Hut. Und das ist ja lustig. Echse mit Hut? Gucken wir mal. Echse mit Hütchen. Zack. Was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Bist du irre? Das ist ja viel zu groß. So kann das... Ich würde am liebsten alle Kombinationen austesten, aber dann würden wir hier ewig sitzen. Was war jetzt? Da war jetzt das normale Streichelchen drauf, ne? Das Richtige. Ja, genau. Ja, das hat alles. Das ist flauschig, das ist nicht so aggressiv. Das ist perfekt. Nimm es! So, du kriegst jetzt erstmal diese Datasette. Wahrscheinlich nehme ich gerade wieder die falsche. Buh, es ist ja kein Clown, ja. Was soll das? Ich habe mal. Ich Was? Das war's schon, Buh. Ja, ja. Clown, Clown. Zack. Buh, was soll denn? Der hat ja gar keine lustigen Accessoires. Ich habe mich. Ich fühl. Okay, okay. Jetzt, was? Buh. Ah, was willst du denn von mir, Junge? Was soll ich denn mit den Datasetten noch großartig machen? Da muss man jetzt also die richtige Kombination finden, oder was? Also den Clown einfach so zu lassen, scheint ja nicht ganz zu helfen, weil... Irgendwo muss ja da noch was sein. Man kann ja nicht umsonst die Extremität und die Statur umtauschen. Der hat ja gar keine lustigen Clownsschuhe. Würde ich mal denken, wenn das hier bei rauskommt. Na, ich gucke einfach mal. So. Cocktailbar. So. Clown. Oh, Mann. Ich bin ein bisschen überfragt mit dieser Quest. Wusch. Was ist das? Ich habe. Ich fühle. Okay, das ist. Komisch. Da habe ich die falsche Datasette genommen.
So, hier bitte. Bravo! Großartig! Da Capo! Da Capo! Ich wusste, dass ich das... Dabei habe ich noch... Dabei hast du noch nicht mal angefangen, irgendwas zu streichen, ja. Die Nummer sparen wir uns für... Großes Finale. Drink. Die Nummer sparen... Okay. Drink. Die Nummer sparen... Also, ich find's lustig. Ja, ich find, der sieht auch lustig aus. Dann haben wir hier noch den Echsenmann drauf. Wo hatten wir noch einen Datasettenschlitz? Computerkern natürlich. So, zack, Datasette. Schalter. Und jetzt haben wir den hier, genau. Den unglaublichen Echsenmann, der uns aber nicht viel bringt. Alles klar. Kann man mit der Datasette hier irgendwie Scanner? Hätte ich nicht eine Paralleldimension erschaffen können, in der man nicht mit schlecht beschrifteten Datasetten hantieren muss? Offensichtlich nicht, nein, Rufus. Irgendwie war auf dem Bildschirm. Das liegt aber gerade musste. Und wo bekommt. Das ist. Hurra! Hurra! Okay, alles klar. Also hier können wir jetzt nicht mehr allzu viel machen. Da hätten wir uns unsere Sachen vorher noch angucken können. Ich guck mal kurz in der... Nee, da wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht hin. Ich guck mal kurz bei den unteren Schleusen und rede mal nochmal mit ihm hier. Du... Ja. Also jetzt Zeitreise, richtig verstehe, was nochmal... Du wolltest... Und dann... Oder plus... Bis später. Okay, bis später. Oder früher oder beides. Alles klar. So, Chilloutzone, Habitatring, Ältesterrat. Bing. Kann ich mit ihm noch irgendwas Becky diskutieren? Wirklich dringend, ausgenommen Ronnys Datenbank gelöscht. Danke, okay. Hier können wir nichts großartig mehr machen. Der Helm kann. Dafür gibt. Was? Der Helm kann offenbar keine Datasetten abspielen. Dafür gibt es eine Funktion, sich lustige Klingeltöne aus dem Organon-Verwaltungsarchiv herunterzuladen. Im Organon-Spar-Abo oder so. Ich guck mal zurück, ob Ulysses mittlerweile aus der Dusche raus ist. Weil er kann ja nicht Ewigkeiten duschen. Oder doch? Hä? Wie ist das ist doch... Moment! Ein neues... Oh nein, sag mir nicht... Wie ist das ist doch noch... Okay. Ich wollte gerade sagen. Wie lange will das... So, was haben wir hier nochmal gehabt? Die Bilder der Flügel. Der Elefant, was gibt's denn hier? Gibt's ja hier keinen Zahnarzt? Du hast das selbst weggenommen, du Dödel. Kann ich jetzt zu denen hier reiten? Was ist denn? Hier sind zwar die Punkte noch, aber die beiden sind weg. Und die haben hier die Haare aufgehängt. Wow. Okay, die beiden können wir jetzt offenbar nicht mehr bequatschen. Bling. So, Computerkern. Ne, da sind wir durch. Ich muss dieses Mixer-Rätsel noch irgendwie lösen. Irgendwas mache ich noch falsch. Gibt es denn hier? Irgendwie. Zack. Das ist einmal das richtige Tier und die Echse. So, Statur zeigt einfach die Größe an. Das ist die Echsenstatur, das ist die Menschstatur. So habe ich jetzt also einen haarigen Menschenstreichel-Dingens. Hiermit kann ich die Extremitäten nochmal umändern. Dann hätte ich hier wieder die normale Echse. Da hätte ich die Echse wieder zusammengebastelt. So, das ist jetzt haarige Echse. Und die Farbe ändern wir auch mal um. Und gucken mal, wenn wir die beiden rausnehmen, ob der dann zufrieden damit ist. Das war ursprünglich die Clown-Starter-Sette. Das ist unglaublich. Nee, damit definitiv nicht.
Was soll das denn sein? Ein Stab. Das ist so. Ja, nimm es weg, ja, von mir aus. Aber die Frage ist dann aber noch, was sollen wir jetzt hier machen? Oh, was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Bist du irre? Es ist schön flauschig. Und Zobelstreifen hat es auch. Ja. Es ist viel zu aggressiv. Wie soll man es denn so streicheln? Nimm es bitte weg, bevor es noch jemanden beißt. Das ist es halt. Ich überlege, ob das noch irgendwie relevant wird, dass das jemanden beißen soll. Das Tier im Endeffekt. Also, dass es dann aggressiv werden soll. So ein aggressives Tier zu haben, ist vielleicht gar nicht so ungünstig. Ja, okay, das ist wieder der richtige, den wir brauchen. Also, wir können theoretisch noch die Extremitäten ändern. Weiß nur nicht genau, was das für einen Unterschied machen soll. Zack, zack. So, dann gucken wir mal, da das hätte. Das ist wahrscheinlich wieder die falsche. Echsenmann, schreitet zur Tat! Ein Stein? Das ist so. So kann man es nicht streicheln, nimm es bitte weg. Alles klar, dann hast du aber hier. Streichelt hier bloß mit den anderen Extremitäten. Ein Stein? Es ist nicht aggressiv, es ist flauschig, dieser Zobelstreifen. Das ist das Einzige. Und es muss klein sein. Das ist das Einzige, was ihn interessiert.